So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben ein paar Aufgaben bekommen wegen dem netten Herr Scott. Wir gehen auch direkt rein in die Aufgaben. Wir zeigen euch direkt, worum es überhaupt geht. Nämlich einmal besuche die Bühne im Norden von Sweetie Sands. Die Bühne, wie ihr seht, ist genau da. Wir fliegen natürlich gleich noch hin. Ich zeige euch natürlich das Ganze, wo wir da landen müssen, damit auch wirklich da keiner irgendwelche Probleme kriegt. Aber wir haben gesehen, wir kriegen einmal eine Astro-Antidote, ein Banner, ein Astro-Sunder und dann noch Party-Wut-Emote. So, dann natürlich erstmal Dank an alle, die immer fleißig das Video bis zum Ende gucken. Für euch habe ich im Laufe des Videos eine kleine Aufgabe, um zu gucken, ob ihr wirklich immer bis zum Ende guckt. Also, gut aufpassen, beachtet und kommentieren. Wem ich jetzt schon mit der Aufgabe helfen konnte, klar, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein, dann gebe ich noch ein paar Informationen, was den Kanal betrifft. Nämlich, in welchem Modus mache ich das? Natürlich Gruppenkeile. Nicht auffüllen, damit mir keiner dazwischen quatscht. Und des Weiteren, ihr seht unten links Skin-Verlust, immer noch 2, liegt aber auch daran, dass wir heute ein bisschen mehr Skin-Contest gemacht haben. Aus einem ganz einfachen Grund, viele haben sich es gewünscht, aber wir haben natürlich schnell auch festgestellt, die Stream-Sniper sind wieder da. Und ich sage ganz ehrlich, Skin-Contest soweit macht Spaß, um Gottes Willen. Und viele haben auch gesagt, ja, dann macht das nur mit Mitgliedern und hast du nicht gesehen. Ja, kann ich irgendwo schon verstehen. Aber das Problem ist, wenn wir das halt wirklich immer nur mit 10 Leuten machen, irgendwann wird es halt stinklangweilig, weil kein Neuer dabei kommt, etc. pp. Aber ich denke mal, so im Großen und Ganzen kriegen wir es mit dem Skin-Contest schon in den Griff, solange wir halt einfach nicht zu groß werden. Aber natürlich möchte ich auch die neuen Zuschauer dazu animieren, mitzumachen. Also, wer Bock hat, gerne im Livestream mal vorbeischauen, gucken, was wir gerade machen, ob es Custom-Games sind, ob ich gerade eine Skin-Verlosung mache. Mit der Skin-Verlosung ist auch ganz simpel. Jedes Mal, wenn ich eine Solo-Runde gewinne, dann verlose ich halt einen Skin. So, wo müssen wir hin? Richtig, hier ist die Bühne. Oder? Ja. Wie gesagt, wegen der Aufgabe einfach da landen. Und falls du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo da lassen. Wer noch ein bisschen mehr supporten will, gerne natürlich auch meinen Creator-Code eintragen. Gruß geht da an jeden Einzelnen raus, der den schon eingetragen hat. Weil ihr bekommt natürlich auch was zurück von mir, nämlich die Skins. Ist allerdings nur für Mitglieder, also wenn du da ein bisschen Liebe da lassen willst, kannst du dich auch da gerne beteiligen. Und des Weiteren, ihr seht oben rechts, letzter Donator ist der liebe Schwantkin. Ihr wisst ja inzwischen im Livestream, jedes Mal, wenn einer Geld spendet, wird derjenige von mir persönlich unterstützt. Ich poste einfach zwischendurch seinen Kanal rein. Also auch da geht natürlich wieder ein bisschen Liebe von mir zurück. So, jetzt sehen wir schon. Aha, was sehen wir? Wir sehen nichts. Warum hat das nicht gezählt? Oder kommt das erst noch? Ah, jetzt hat es gezählt. So, wir machen uns direkt auf den Weg. Ihr wisst ja, wer jetzt noch ein bisschen supporten will, gerne noch ein bisschen zuschauen. Und wem ich jetzt schon helfen konnte, nochmal auf der Map. Hier ist die Bühne, da müsst ihr landen. Und dann könnt ihr eigentlich schon weitermachen mit der nächsten Aufgabe. Aber ihr wisst ja, in jedem Video mache ich eine andere Aufgabe. Wir gehen jetzt einfach noch ein bisschen ins Getümmel rein. Und wie gesagt, wer ein bisschen Support noch da lassen will, guckt noch ein bisschen mit. Für die, die immer sagen, ja, ich gucke dein Video immer bis zum Ende. Da werden wir mal sehen, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, am Ende, oder sagen wir mal ziemlich am Ende, werde ich euch sagen, was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Oder wie, was auch immer. Und dann werden wir das Ganze wirklich mal testen, wer da bis zum Ende bleibt. Weil ich habe schon bei vielen Videos gemerkt, da geht jetzt groß raus. The Flash guckt gerne bis zum Ende. Dann Domsi inzwischen und Schleuderaffe. Also, mal gucken, wer unter den Kommentaren die richtige Antwort hat, etc. pp. Ich werde noch nichts verraten. Ich lasse mir bei jedem Video jetzt ein bisschen was anderes einfallen. Aber wie gesagt, wer jetzt noch dabei war, war nur wegen der Aufgabe da. Ich hoffe, ich konnte euch schon helfen. Das hier ist einfach nur für die ganzen kleinen Supporter, die einen kleinen armen Ehemann und Familienvater unterstützen wollen. Die können natürlich gerne noch da bleiben. So, wir sehen, wir haben hier eigentlich an Waffen nur Schrott. Nur Pistole. Aber nur eine Pistole wird es natürlich schwierig. Boah, Mensch, ich bin ja auch noch nie gelandet, gell? Aha. Ich habe gestern nicht die Dings eingesammelt. Also ich habe nicht alle EP gemacht. Merkt mal. Deshalb ist auch dieser extreme Boost da. Falls die, die es jetzt noch nicht wissen, extremer Boost bekommt ihr deshalb, weil ihr halt gestern zum Beispiel nicht alle Medaillen gesammelt habt.
Also wir kriegen ja 5000, 5000, 5000, 5000 und 10.000. Und wenn ihr da alle nicht eingesammelt habt an einem Tag, dann kriegt ihr das am nächsten Tag eben hin als extremer EP-Boost. Weil ich habe schon öfters gehört, ja, mein XP-Boost ist immer voll wenig, manchmal habe ich gar keinen. Das liegt einfach daran, dass ihr an den Tag davor, sage ich jetzt einfach mal, hingegangen seid und habt da halt alles eingesammelt. Weil wenn man alles eingesammelt hat, bekommt man am nächsten Tag halt, wie gesagt, gar keinen XP-Boost. Und so läuft das Ganze halt. So, ich weiß gar nicht, ob ich mich schon umbringen soll, weil wirklich vorankomme ich hier eigentlich eh nicht. Ein bisschen Action wollen wir natürlich noch haben. So ein, zwei Kills probieren wir ja immer noch da zu lassen. So, müsste reichen für einen Selbstmord. Vor allem immer dran denken, ja, nicht den Kleider dann zu ziehen. Aber wir hatten ja gemeckert, ne? Es gibt keine Aufgaben heute, jetzt sind sie doch wieder da. Also Epic bleibt sich da treu und sagt wirklich, nein, 16 Uhr gibt es jeden Tag Aufgaben, nicht mit irgendeinem Update, sondern wirklich nur pünktliche Uhrzeit. So, da da dann und dann ist die XP natürlich auch noch ganz entspannt mit. Da, 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 dann. Ich bin echt mal schon, ob wir überhaupt einen Gegner finden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so wirklich leveln habe ich derzeit kein Interesse dran. Aber wegen den Runden hatte ich ja gesagt, eventuell streame ich von der PlayStation wieder. Ich werde mich gleich, wenn ich die Aufgaben mal fertig hochgeladen habe und hast du nicht gesehen, mich dann wirklich mal dran setzen und gucken, dass ich das alles mit der PlayStation verbunden kriege. Dass ich aber nicht von der PlayStation selber streame, sondern schon vom PC aus, aber die PlayStation quasi dazwischen. Weil ich würde behaupten, dass es dann vielleicht ein Tick einfacher wird für mich, ein paar Siege einzufahren, da ich euch natürlich auch die Skins geben kann. Weil es bringt nichts, wenn ich immer wieder sage, ja, ihr bekommt einen Skin, wenn ich gewinne, und in Anführungszeichen ist es für mich fast unmöglich, auf dem PC eine Runde zu gewinnen. Also nach 3, 4 Stunden, wenn ich dann mal einen Sieg hinkriege, ist das schon viel. Und selbst, ihr wisst ja, Coco ist ein sehr guter Spieler. Selbst er hat schon auf das Geschwitze gar keinen Bock, weil es einfach zu heftig geworden ist. So, was hier? Ja, er kommt runter. Gucken, ob ich Besuch krieg. So, und da wir ja die Schlitzohre kennen, die 100 Pro bis zum Ende einfach durchscrollen. Für alle die jetzt noch da sind, schreibt einfach mal in die Kommentare. Jetzt hört genau zu. Ihr müsst gar nichts schreiben. Schreibt einfach nur euren Kommentar, wer supporten will, und macht am Ende des Satzes nur ein Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen, nicht mehr, nicht weniger. Nicht drei, sondern einfach eins. Ah ja. Die XP holen wir uns auch gerne mit. Keine Ahnung, was seine Mission da gerade war. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. Wie gesagt, am Ende eures Kommentars einfach ein Ausrufezeichen, nur eins. Ein einziges Ausrufezeichen. Damit ich einfach mal sehe, wer guckt die Videos wirklich bis zum Ende. Ist auch nichts Schlimmes, wenn die Leute das Video nicht bis zum Ende gucken, um Gottes Willen. Aber wer ein bisschen Support da lassen will, kann das natürlich gerne machen. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Können nämlich noch gerade ein bisschen angeln. Ich sage, ich hole immer in so Runden hole ich immer so viel XP wie möglich noch daraus. 200, ja gut, 200 werden wir hier am Ende der Season. Aber ich sag mal ganz einfach, 300 glaube ich nicht. Da müsste ich schon wirklich, keine Ahnung, viel mehr Gruppenkeile spielen, hast du nicht gesehen. Weil in normalen Solo-Runden, man kriegt einfach so wenig XP, also das ist wirklich schon langsam enttäuschend. Weil klar, dass man nicht alle 2, 3 Runden Level Up hat, ist klar. Aber ich finde schon, wenn du so 10 Runden gespielt hast, könnte man eigentlich schon mal erwarten, dass dein Level Up kommt. Aber bei 4000 XP jede Runde sind wir da schon bei 20.000, 20 Runden, die wir spielen müssen. So, mit Gegnern sieht es hier wieder bescheiden aus. Das ist halt auch das Langweilige, finde ich, inzwischen in Gruppenkeile. Also da war Datenregen wirklich der perfekte Modus. Du musst zwar nicht looten, aber dafür hast du wenigstens direkt Action gehabt. Also dagegen ist Gruppenkeile wirklich in Anführungszeichen Kacke. Also da fand ich Datenregen wirklich viel, viel, viel besser. So, dann gehen wir die Kiste noch holen und dann sind wir auch schon fertig mit dem Video. Und dann danke ich erstmal allen, die jetzt wirklich noch bis zum Ende dabei waren. Und euch natürlich viel Spaß mit dem neuen, was haben wir gekriegt? Emote, Spray.
Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Was haben wir denn bekommen? Lol. Warte. Nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Steht da noch nicht mal. Aber ihr werdet es mir sicherlich in die Kommentare reinschreiben. Schreibt mir einfach rein, was habt ihr als Belohnung bekommen und ein Ausrufezeichen. So, und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Euch viel Spaß mit der Aufgabe und haut rein.